Hey Leute, Martin hier. Willkommen zu meinem Anime-Review von Kuroko no Basket. Ein Sport-Anime. Wer hätte das gedacht? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich selbst nicht. Ich bin eigentlich gerade dabei, einen etwas anderen Anime zu gucken, einen etwas längeren Anime. Und habt aber von Kuroko no Basket schon viel gehört im Vornherein. Und immer wieder mal hier und da und dass es so toll ist. Und das hätte ich nicht gedacht. Und dann kommt einer meiner vielen Anime-Reviewer, die ich abonniert habe, und lädt auch ein Video zu Kuroko no Basket hoch. Und ich denke, was ist denn da bitte so toll dran? Okay, gucke ich mal die erste Folge. Und dann habe ich die ganzen 25 Folgen am Stück geguckt. Meine Güte, war ich gehuckt. Und ich habe mit Basketball nichts am Hut und eigentlich mit Sportanimes auch nicht so. Der letzte Sportanime, den ich geguckt habe, waren die Kickers früher, als ich ganz klein war, als das noch im Fernsehen lief. Und Beyblade würde ich eigentlich auch als Sportanime sehen. So eine Gruppe von, in der Welt von Beyblade ist Beyblade ja ein Sport und die Gruppe ist eine Mannschaft und die reisen nebenbei Weltmeisterschaften teil und so. Und so ähnlich geht es halt in fast allen Sportanimes zu. Deswegen habe ich nicht gedacht, dass mich Kuroko no Basket überzeugen kann, aber es hat mich überzeugt. Es geht, das habt ihr vielleicht schon erahnt, an dem Basket um Basketball und um ein legendäres Highschool-Team oder Middleschool-Team, wo 5 Mitglieder drin waren, die einfach alles weggerockt haben und jetzt als Generation der Wunder bezeichnet werden. Und die haben sich jetzt aufgeteilt, sind jeder auf ihrer eigenen Highschool und treffen aufeinander. Sind jetzt in unterschiedlichen Basketballvereinen von ihrer jeweiligen Highschool. Was aber viele nicht wissen, ist, dass es noch ein recht unbekanntes 6. Mitglied gab in dieser Generation der Wunder. Tetsuya Kuroko. Das Phantommitglied sozusagen. Und das hat auch einen Grund. Er ist nämlich sehr unscheinbar. Leute nehmen ihn überhaupt nicht wahr, wenn er neben einem steht und sagt, Entschuldigung, dann schrecken sie zusammen, weil sie ihn überhaupt nicht bemerken. Und das ist auf dem Spielfeld natürlich ein toller Vorteil. Er kann eigentlich gar nichts. Er kann keine Körbe werfen, er kann nicht dribbeln. Aber was er super kann, sind Pässe annehmen, umleiten. Und er ist einfach unsichtbar auf dem Spielfeld. Und das macht ihn zu einem der wertvollsten Spieler überhaupt. Und der geht auf eine recht unbekannte Highschool, also nicht sehr groß. Das Basketballteam ist noch recht jung, ist gerade erst gegründet worden und schließt sich da der Mannschaft an und hat vor, damit mit seiner Mannschaft die Beste in ganz Japan zu werden. Und mit ihm von der Partie ist noch ein sehr großes Talent, das in Japan geboren ist, aber nach Amerika gegangen ist, um dort Basketball zu spielen. Taiga Kagami, der sehr gut mit Kuroko harmoniert. Und die beiden werden zu einer Art Dream Team und rocken fast alles weg. Und nach treffen sie dann auch auf die anderen Mitglieder der Generation der Wunder. Und es kommt zu sehr spannenden Basketballspielen. Also ich gucke Basketball, wenn es mal im Fernsehen läuft, bei einer WM oder bei Olympia oder so, gucke ich das ab und zu ganz gerne mal. Aber ich habe ansonsten nicht so viel mit Basketball am Hut. Ich habe zwar einen Kumpel, der früher Basketball gespielt hat und sich mit Basketball auch ein bisschen besser auskennt. Und wir haben im Sportunterricht früher sehr, sehr oft, ich glaube öfter als andere Schulen, Basketball gespielt. Aber trotzdem, ich bin jetzt kein Basketball-Freak und ich bin trotzdem sehr, sehr fanat gewesen in diese Serie. Und freue mich auf die zweite Staffel, die demnächst kommen wird. Weil wir haben noch nicht alle Mitglieder der Generation der Wunder gesehen. 2 fehlen noch, die wir kennenlernen müssen und das wird wohl in der zweiten Staffel abgehandelt werden. Aber ja, die Basketballspiele an sich sind sehr actionreich inszeniert, das glaubt man gar nicht. Also wenn man Kickers gesehen hat, dann weiß man, wie es ungefähr abgeht. Manche Basketballspieler da haben besondere Fähigkeiten. Die sind jetzt nicht so extrem, also die schießen keine Feuerbälle, wenn sie den Ball werfen oder so. Aber sie sind mehr oder weniger auf realistischen Sachen. Also einer kann das ganze Spielfeld ganz gut überblicken, weil er so ein Adlerauge hat. Und Kuroko kann halt seine unsichtbaren Pässe werfen, die dann immer mit so komischen Linien gekennzeichnet werden, was ziemlich geil aussieht. Und einer kann halt richtig schnell dribbeln, dass wenn er sich so vorbei an einem ist, dass er so einen Schleier hinter sich herzieht und so. Hat ein bisschen actionlastig aufgepumpt, die Basketballspiele. Und das macht schon Spaß, dazu zu gucken. Man fiebert mit der Mannschaft von Kuroko mit. Und also für ein Sportanime wirklich toll und ich kann den Hype durchaus verstehen, denn ich habe weder mit Sportanimes noch mit Basketball besonders viel am Hut, aber ich war sehr schnell am Haken. Mir haben die Charaktere gefallen, mir hat die Story gefallen und sogar die Basketballspiele haben mir auch gefallen. Deswegen, ihr müsst kein Basketballfan sein, ihr müsst kein Fan von Sportanimes sein. Dieser Anime wird euch bestimmt trotzdem Spaß machen, das kann ich zumindest von mir behaupten.
Und ich würde den empfehlen, auf jeden Fall mal die ersten paar Folgen reinzuziehen, ob das vielleicht was für einen ist. Ich hatte sehr viel Spaß. Ihr werdet dann wahrscheinlich auch sehr viel Spaß damit haben. Und ja, wie gesagt, ich werde mir die zweite Staffel auf jeden Fall reinziehen, wenn sie kommt, und freue mich da sehr drauf. Ein sehr guter Geheimtipp, weil da nicht viele drauf kommen, dass ein Anime über Basketball so toll sein kann, aber ich finde, es ist ein super Anime, ein Geheimtipp von mir, und ja, zieht's euch rein. Und bis dahin macht's gut und haut rein.